Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge meiner Total War Rome 2 Nations Guides. Diesmal mit der Fraktion Colchis, einer der weiteren Total War Rome 2 Black Sea DLC Fraktionen. Was zeichnet Colchis aus? Ähnliches Problem wie mit Armenien. Wir haben nur begrenzt Nahkampfinfanterie. Wir haben zwar gute, allerdings nicht so gut, dass er in der Linie gut lange durchhalten kann durch die Axtkämpfer. Wir haben auch gute Speerinfanterie, sogar mehr und bessere Auswahl als die, als ich weiß nicht, nochmal die Armenier, würde ich sagen. Haben aber das Problem auch wieder, dass wir einfach zu wenig günstige Einheiten haben, dadurch halt das Ausbalancieren der Armeen schwer wird. Aber wir sind da schon ein bisschen besser als die Armenier. Haben dafür aber schlechtere Elite-Kavallerie zum Beispiel. Das kommt nochmal dazu. Aber okay. Alles Sachen, mit denen man leben kann. Fangen wir an. Drei Generäle haben wir zur Auswahl. Adelsburg-Kavallerie, kolchische Adelige oder Lanzenpais. Die Adelsburg-Kavallerie sind ein General, der flexibel ist und sich zurückhalten soll. Und weil er günstig ist natürlich auch. Deswegen nimmt man eigentlich die Adelsburg-Kavallerie. Die kolchischen Adelige nimmt man als General, der die Linie unterstützen soll und im Nahkampf unterstützen soll. Mehr oder weniger. Und die Lanzenpais sind wirklich ein aktiver General, der offensiv eingesetzt wird, um auch viele Kills zu machen. Ist aber der gefährlichste von allen. Deswegen nehmen wir heute mal einen Adelsburg-General mit. So, Nahkampfinfanterie, drei Einheiten zur Auswahl. Exakt dieselben wie Armenien. Hügelmänner, Axtkämpfer, kartische Axtkämpfer. Drei Einheiten, die man so jeweils, schon kennt eigentlich. Hügelmänner sind unsere günstigsten Axtkämpfer, sind auch nicht schlecht, kann man gut einsetzen, um Schwerträger auszuschalten. Wenn, von hinten natürlich immer nur. Und sind da auch ganz gut einsetzbar. Problem bei denen sind hingegen die Nahkampfabwehr im Vergleich zu den jungen Äxten zum Beispiel. Die haben mehr Nahkampfabwehr und viel höhere Nahkampfabwehr. Deswegen ist Langanhalt der Nahkampf bei denen nicht gerade sehr schön. Allerdings, wie gesagt, den Rücken von Speerträgern mähen die ja doch schon mal 100 Mann nieder. Das ist dann kein Problem. Da sind sie dann doch mal relativ flexibel. Die Axtkämpfer sind eine Einheit, die sieht man in der Linie selber eigentlich nie. Grund dafür ist, dass sie einfach keine Formation haben wie Schildwall oder so. Das macht die natürlich ziemlich angreifbar für Langanhalt der Nahkämpfe. Auch wenn die Stats sonst in der Lage wären, auch für die Linie zu sein. Also für die Linie wäre die Einheit eigentlich durchaus bereit. Allerdings ist sie das einfach von den Fähigkeiten her nicht. Und deswegen sieht man sie, wenn überhaupt, eher an den Flanken oder als Alternative zu den kartischen Ex-Kämpfern, wenn das Geld fehlt. Ich setze sehr gerne ein gegen Kavallerie, weil sie da wirklich echt vieles niedermähen können. Und auch echt biestig sind, echt gefährlich. Deswegen nehmen wir von denen auch schon mal gleich 4 Stück mit für unsere Flanken. So, und die kartischen Axtkämpfer sind einfach nochmal einen Zacken schärfer als die Axtkämpfer. In wirklich allen Sachen ein bisschen besser. Außer Rüstung und Waffenschaden natürlich, versteht sich. Und dadurch, dass sie den Schildwall als Fähigkeit haben, können sie auch schon in der Linie eingesetzt werden, sind daher auch gern gesehene Infanterielinien von den Kolchis. Da sie halt doch mehr Kills machen als Hopliten und deswegen dafür lieber eingesetzt werden, weil die Leute einfach lieber das Ziel haben, mehr Leute zu töten vom Feind, als die Armee länger hinzuhalten. Deswegen sieht man halt die kolchischen Adeligen als Linieninfanterie sehr viel. Wir nehmen sie aber nicht mit, weil wir eine andere Denkweise haben heute. Kommen wir zur Speerinfanterie. Davon haben wir insgesamt 3 Einheiten mit. Zur Auswahl östliche Speerkämpfer, Hopliten und kolchische Adelige. Die östlichen Speerkämpfer sind so die günstigsten Speerkämpfer, eigentlich die günstigste Einheit des Spiels schon, kann man sagen. 180 zahlen wir dafür und das, was er kann für den Preis, ist auch nicht schlecht. Wir haben zwar keine besondere Formation, wir haben auch keine gute Rüstung, wir sind auch nur eine mittlere Speerinfanterie, glaube ich. Ja, sind deswegen anfällig für Schockkavallerie insbesondere, haben aber einen guten Bonus gegen Groß und im Langanhalt den Nahkampf als Unterstützung. Also wenn unsere Kavallerie kämpft, sind die als Unterstützung für unsere Kavallerie doch eine gute Einheit und da kann man sie auch mal einsetzen. Kommen wir zu den Hopliten. Nein, hat die selten gesehen wird, aus den gerade eben schon genannten Gründen, dass man einfach mehr Leute töten möchte von der feindlichen Linie, wenn sie schon kämpft, als sie länger hinzuhalten. Denn Hopliten verlieren den Kampf meist eindeutlicher, haben aber die Aufgabe, den Kampf deutlich länger hinzuziehen, was auch sich in der Regel in Erschöpfung wieder niederschlägt und Möglichkeiten an der Flanke zu operieren. Verschafft uns quasi Zeit, an der Flanke zu gewinnen, um dann die Linie aufzurollen. Deswegen sind da Hopliten eine sehr gesehene, also sehr gern gesehene Einheit bei mir, weil das mehr taktische Möglichkeiten eröffnet als jetzt kartische Axtkämpfer, denn die verrecken zu schnell. Jetzt könnte man ja sagen, ich könnte auch den kartischen Axtkämpfer in Schildwall gehen. Ja, das könnte man in der Tat tun, allerdings ist das immer noch nicht vergleichbar von der Nahkampfabwehr. Ja, wie wir mit den Hopliten, die sind dann doch noch immer einen Zacken schärfer und sind halt einfach besser für geeignet. Das ist einfach mal so ein Grund, weshalb ich die dann dort bevorzuge. Deswegen nehmen wir auch gleich 6 Stück von denen mit. So. Kolchische Adelige sind eine Einheit, die man doch häufiger mal sieht bei den Kolchis, ja. Die sind sehr gut als Moral-Support. Wenn man sie einfach mal an die Flanke stellt, pushen sie halt ein bisschen die Moral. Sie haben da noch die Fähigkeit an schon abwehren.
was auch ein bisschen lukrativ macht, um sie in die erste Reihe zu stellen gegen Barbaren. Also diese Einheit ist echt eine solide Einheit, kann da gut arbeiten, kann man dafür auch einsetzen, um wirklich gut Kills zu machen. Auch, das geht auch. Diese Einheit ist wirklich grundsolider und kann ich euch auch empfehlen. Die brauchen sie heute aber nicht. Okay, kommen wir zur Geschossinfanterie. Da haben wir 4 Einheiten zur Auswahl. Überwiegend östlich, außer die Beitasten, die sind griechisch. Also da sieht man ja den östlichen Touch, den wir dieser Nation auch haben. Wie das auch sein soll. Da haben wir jetzt hier die östlichen Bogenschützen. Das sind ganz gewöhnliche Bogenschützen eigentlich mit einer guten Reichweite und einem akzeptablen Geschossschaden. Also diese Einheit ist grundsolide. Ist stabil, ist jetzt nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechtes, deswegen setze ich sie sehr gerne ein. 6 Stück davon können auch ordentlich Kills machen, deswegen unterschätzt man die bloß nicht. Die östlichen Speerträger sind bei den Ostvölkern ja so eine Sache, das ist echt genial. Die kosten wirklich nur wenig, haben Geschossschaden von 41 und vergleichbare Einheiten findet man erst bei 100 Dinare mehr ungefähr. Und deswegen ist diese Einheit, wenn man auf Plänkler gerne setzt, sehr gern gesehen bei mir. Ich kann es euch auch nur empfehlen, wenn ihr auf Plänkler gerne setzt. Da eignen die sich gerade sehr gut bei den Ostvölkern, die sind nämlich schön günstig. Exakt das Gegenteil haben wir bei den Steinschütterern, die sind nämlich zu überteuert und haben zu geringe Möglichkeiten. Der Geschossschaden von 23 statt 20 ist auch nicht so die Bombe, macht nicht so viel mehr Schaden, das heißt also diese Einheit ist nicht so viel besser als gewöhnliche Steinschütterer. Kostet aber mal eben 100 Dinare mehr, das ist also eben so die Kontraseite, die Kehrseite. Heißt also, wenn wir mit gegen Nationen spielen, die auf viel Bogenschützen setzen, können wir entweder kontern selber mit vielen Bogenschützen, wobei da auch immer in der Regel gute Karten haben, wenn die feindlichen Bogenschützen immer besser sind als unsere und dahingehend gefährlich werden, dann müssten wir eigentlich auf Steinschütter zurückgreifen und da mal das Problem, dass wir da wirklich ziemlich in die Tasche greifen müssen für eine Einheit, die jetzt nicht so bombastisch ist, dass man da wirklich sich drüber freuen könnte, kann man sagen. Deswegen eher Mittel zum Zweck als wirklich gute Einheit, kann man sagen. Naja, Peltasten sieht man jetzt hier, Geschossschaden nur 32, ist aber dafür eher nahkampftauglich und widerstandsfähiger für Fernkampf. Also für die erste Welle quasi, um den feindlichen Fernkampf erstmal komplett auf sich zu fokussieren, sind Peltasten eine gute Alternative. Das ist zum Beispiel gut, wenn man auf eine besondere Charge-Methode setzt, einen guten Ansturm oder so, oder seine Bogenschütze erstmal schützen möchte vor feindlichem Feuer. Da sind Peltasten eine gute Methode, um den Feind erstmal konzentriert auf seine Peltasten zu lenken, wenn die vormarschieren. Da kann man sie gut einsetzen. Wir nehmen sie aber heute nicht mit. Kommen wir zur Schockkavallerie. Da haben wir nur eine Einheit, und zwar die Lanzen der Preis. Eine Einheit, die ich wirklich sehr cool finde. Sehr, sehr gut sogar. Preislich 1080 Dinare ist okay. Ist teuer, aber man kann mit leben. Wir haben einen guten Nahkampfangriff. Wir haben einen Angriffsbonus, der ist okay. Durch die höhere Gewichtsklasse ist dann wieder etwas besser. Also diese Einheit ist eine durchaus gute Einheit, die ich gerne einsetze als Schockkavallerie. Die kann viele Kills machen. Ich habe mit der schon oft mal so 200, 300 Kills gemacht in der Schlacht. In einer Schlacht sogar schon mal 600 Kills. Also diese Einheit ist eine super gute Einheit, die ich gerne einsetze. Und die euch auch nur empfehlen kann. Lohnt sich aber hier heute überhaupt gar nicht. Deswegen sie auch gar nicht erst mitnehmen werden. Die Nahkampfkavallerie, da haben insgesamt 2 Einheiten zur Auswahl. Die Bürgerkavallerie und die Adelsblutkavallerie. Bürgerkavallerie heißt auf Englisch Citizen Cavalry und wird nicht ohne Grund Citizen Cavalry genannt. Sehr anfällig für Nahkampf, langanhaltende Nahkämpfe sind es auch nicht gerade gut. Grundsätzlich sind sie nirgends wirklich top, selbst günstigere Einheiten können die teilweise schlagen. Allerdings, was sie halt wirklich deutlich besser macht als der Größteil eigentlich, ist, dass wir eine gute Rüstung haben. Das macht sich doch bemerkbar. Gerade gegen Ostvölker ist es doch eine gute Einheit, eine gute, günstige, schnelle, flexible Einheit. Da wir da ein bisschen besser durchhalten können gegen feindlichen Beschuss. Sprich, wenn ihr mit kavalleriefeindliche Fernkämpfe aufreiben wollt von Ostvölkern und ihr Micromanagement nicht so gut seid, dass ihr mit Geschwindigkeit das wieder ausholen könnt, dann sind die Bürgerkavalleristen doch eine gute Möglichkeit, damit zu arbeiten. Die halten da eine Menge aus. Die Adelsblutkavallerie hat zwar dieselbe Rüstung, aber der Schein trügt. Die Einheit hat ein bisschen weniger Schildwert, ist dadurch ein bisschen anfälliger auch für Fernkampf wieder. Aber ist auch zu schade drum, um sie in Fernkampf zu schmeißen. Ey, die hat einen Nahkampfangriff von 46. Bonus gegen Groß von 15. Also ich möchte diese Einheit nicht daran opfern, einfach um feindliche Bogenschützen zu jagen. Dafür kostet es auch zu viel. Ich würde sie eher benutzen, feindliche Kavallerie zu bündeln und die auszuschalten. Und deswegen nehmen wir auch 3 Stück von denen gleich mit. So, Geschosskavallerie haben wir 2 Einheiten zur Auswahl. Die Plänklerkavallerie und die Briten im Bogenschützen. Plänklerkavallerie sind eine Einheit, die ich sehr gerne spiele. Ihr kennt sie von meinem Galatner-Bild. Da zum Beispiel setze ich 4 Stück von denen immer ein, um gegen feindliche Nationen zu kämpfen. Ich kann es euch auch nur empfehlen. Wir haben da einen guten Geschossschaden für einen günstigen Preis.
Die meisten Plänkler-Kavalleristen mit so einem Geschossschaden sind Elite-Plänkler-Kavalleristen und die kosten dann doch schon deutlich mehr. Und da frage ich mich, ist es mir das wert? Muss ich das wirklich ausgeben dafür, damit ich nur einen guten Geschossschaden habe, um zu plänkeln? Zum Beispiel nubidische Adelskavallerie oder hier, kantabrische Kavallerie sind so eine Einheiten. Die sind nicht so bombastisch, dass sie das wieder rausreißen können, was sie mehr kosten. Deswegen setze ich lieber auf Plänkler-Kavallerie von den Ostvölkern. Sehr gerne sogar. Die Briten Bogenschützen hingegen sind nicht so das Gelbe vom Ei. Die sind Briten Bogenschützen halt, haben halt auch die Fähigkeiten von denen und sind auch einsetzbar, natürlich. Allerdings ist der Nachteil von denen halt, dass sie mit den, wie heißen sie nochmal, den sarmatischen Bogenschützen zum Beispiel oder den Briten Steppenbogenschützen nicht mithalten können. Dafür sind sie zu teuer, zu einer geringen Leistung. Also, das ist so ein Problem von denen. Aber um berittene Bogenschützen erstmal zu haben, kann man sie einsetzen und die machen auch Kills. Also sind nicht scheiße. Sind nur einfach, rentieren sich im Vergleich zu anderen Völkern nicht. Wenn ich jetzt auf berittene Bogenschützen gerne setze, dann muss ich nicht mit Colchis spielen. Da gibt es bessere Nationen. Partien, Skythen, Roxolan, Massageten, Chimera. Zum Beispiel sind das Völker, die das können. Sogar Armenien, glaube ich. Bin ich mir aber nicht sicher. Nee, die nicht. Die Armenien nicht. Aber Baktrien, Pontos. Das sind Nationen, die ich dann viel lieber spielen würde. Als Colchis. Aber gut, wenn man es machen möchte mit Colchis, kann man es halt trotzdem tun. So, und jetzt noch ein bisschen Geld ausgeben, damit wir die Erfahrung, also das Geld wirklich meist ausgeben. Deswegen halt mal schön Erfahrung pumpen. Ja. Also unser Bild heute ist relativ offensiv sogar. Wir haben zum Beispiel keine Sperrkämpfer für die Flanke. Das heißt also, wir sind auf unsere Kavallerie komplett angewiesen. Aber das machen in der Regel unsere Axtkämpfer wieder wett. Das ist dann eine echt gute Kombi sogar, weil die Axtkämpfer in der Regel die feindliche Kavallerie vernichten. Als gäbe es da keinen Morgen. Aber okay. Fangen wir an, Hopliten auf 1. Stellen wir schön breit wieder hin. Kennen wir schon aus unserer letzten Folge. Dahinter die Bogenschützen, die an den Fernkampf führen sollen. Linke Flanke, 2 Axtkämpfer. Rechte Flanke, 2 Axtkämpfer. Es ist immer erstaunlich, dass sogar teilweise die leichtesten Armeen echt die stärksten sind. Deswegen setze ich die auch sehr gerne ein. So. Okay. Folgendes. Wie gehen wir vor? Wir suchen den Nahkampf. Wir suchen direkt den Nahkampf. Wir gehen also mit unseren Hopliten vorwärts und wollen kämpfen. Selbst auf unserer Flanke auch noch und werden mit der die feindliche Kavallerie bündeln. Ein Axtkämpfer wird mindestens reingehen und unterstützen. Der andere Axtkämpfer wird halt sich eventuell feindlichen Speerkämpfern widmen. Das ist dann immer sehr effektiv quasi, diese Kombination aus beidem. Und zeitgleich kämpft die Linie und der Fernkampf von uns schießt erstmal fleißig Einheiten weg. Speziell halt Einheiten, die uns schaden könnten oder auch an den Flanken. Sobald wir die Flanken gebrochen haben, schicken wir unsere Axtkämpfer in den Rücken der Feinde rein und unsere Kavallerie reibt die Fernkämpfer auf oder unterstützt auch genauso hier im Rücken drin. Mehr ist es eigentlich nicht. Es wird zu einer Kesselschlacht, mehr oder weniger. Das ist das Prinzip dabei. Also relativ simpel, relativ einfach, aber auch sehr effektiv. Sehr effektiv finde ich speziell gegen Römer und gegen Griechen ist dieses Bild sau effektiv. Gegen Barbaren habe ich es noch nicht getestet und gegen Ostvölker ist es einfach generell zu wenig Kavallerie, würde ich dann sagen. Aber gut, gucken wir uns mal die Einheiten an, da sehen wir uns mal zuerst die Obliten an hier. So, die sehen dann so aus, klassisch griechische Einheiten. Die östlichen Bogenschützen sehen dann so aus. Das sind klassisch östliche Einheiten. Die Axtkämpfer sehen wir hier drüben. Sehen den karthischen Axtkämpfern sehr ähnlich. Karthische Axtkämpfer haben aber immer noch so einen Puschel hier oben drauf. Da haben die hier nämlich zum Beispiel nicht. Dadurch kann man die auch aus der Ferne unterscheiden. Darauf muss man aber echt achten. Es ist nicht leicht zu erkennen. Und die Adelsblut-Kavallerie sehen wir hier nochmal. So, abschließend ist mir jetzt noch eine Sache wichtig. Eure Meinung. Also, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, ein Abo signalisieren mir, dass es euch gefallen hat. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und wenn ihr mir Tipps, Kritik oder sonst die Anregungen geben wollt, damit ich meine Videos verbessern kann, was ich auch möchte, dann benutzt diese weiße Box, die von YouTube extra für designt wurde. Und dann könnt ihr mir auch Tipps und sowas geben, denn ich möchte die Videos verbessern. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge um 16 Uhr am Samstag von den Nations Guide. Das ist dann auch die letzte Folge, die es erstmal vorerst gibt. Das ist nämlich die 32. Nation. Die wird Pergamon sein. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao, bis zum nächsten Mal.